Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zum Papers, Please, Let's Play natürlich. Und ich bin Matthias Gaming, ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Zu dieser Spitzenfolge, ja, hat ja wieder super geklappt mit in der letzten Folge mit der Pistole oder Waffe oder was ich da auch immer holen sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das am besten machen sollte. Naja. Das ging alles viel zu schnell. Ich wusste gar nicht, wie ich da schießen sollte. So, was ist da? Kinderserie. Serienmörder flieht aus VF Gefängnis. Simon Wenz. Geboren in Azotska. Auf dem Weg nach Hause. Gucken wir mal. Ich habe ja auch nur noch 3 Tage und dann kommt auch ein Verhör, oder? War das bei mir auch so? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Jetzt werde ich erstmal eingebuchtet. Inspektor. Lange nicht gesehen. Nein. Lesen Sie heute Ihre Depeschen, besonders grün, werden Sie vielen Arbeitern sprechen. Ihre Befragung steht vor der Tür. Ich werde Sie persönlich leiten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Arbeiten Sie hart. Okay. Okay. Hinweis. Alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Unterstützen und Sympathisanten illegaler Gruppe werden unverzüglich verhaftet. Ihre Befragung wurde angesetzt für den 24. Dezember. Ja, sage ich ja, für 3 Tage. Verlassen Sie nicht, das Ihnen zugewiesene Gebiet. Und wenn doch, azotische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Alles klar. Das sind die heutigen. Das ist der Simon Wenz. Okay. Dann schauen wir mal. Los geht's. Nächste Runde. Nächstes Glück. Alles klar, er muss auf jeden Fall durch. 82, 2 Polio ist dabei. Ist okay. Das kann ich schon mal beiseite packen. Azotskan. Ja, das tut mir echt immer leid, ey, ganz ehrlich. 83, 184. Ja, ich kann ja nichts machen. Doch, kann ich wohl. Erstmal konfiszieren. Und ihn dann durchlassen. Bitteschön. Tschüss. Ah ja. Entschuldigung. Was ist das für ein Zettel? Wo ist mein, wo ist der Pass? Er wird konfisziert. Was soll ich tun? Ja, die Nummer anrufen. Bitteschön. Danke. Ob ich nicht, bin ich. Ah, okay. Alles klar. Ich, Georgie schon wieder. Ja, Georgie. Hat auch Polio gemacht. Okay, alles klar. Ach, mein Georgie, du bist einer, ey. Der begleitet uns schon die ganze Zeit, ne? Der Georgie. Wirklich. Und er will immer fälschte Pässe. Sieht total echt aus. Für Einreise genehmigt. Faire Preise. Keine Fragen. Schnelle Bearbeitung. Bedingungen, Rückseite. Pass 20. Einreisebeleg 5. Kunden muss Upload Pass Zwecksänderung vorlegen. Fragen Sie nach Timothy W. Okay, will das wieder haben? Okay. Glatze. Warte mal. Glatze hat er aber nicht, ne? Okay, doch nicht, okay. 67. Ja, sonst wird er ja immer irgendwie geschnappt, ne? Wegen irgendwas. Transit. Was ist denn jetzt hier? Was ist halt für Transit oder was? Unsere Pässe kompliziert, guten Tag. Gleich an dem an. Na, das sind aber gar keine guten Zeichen. Warte mal. Ich kann da einen, der braucht nur echte Pässe, damit er loslegen kann. Das ändert die Daten so, dass sie passen. Habe ich auf die harte Tour gelernt.
Okay. Gut, gut, gut. Dann kannst du durch. Hoppestanz, geil. Ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß nicht genau. Hast du das auch wieder? Wer weiß? Was? Nimm meinen Pass. Warum? Und jetzt? Wirklich schön. Jede Menge Schnee, keine Ahnung. Oder eine Familie. Aber. Jordi, du hast mir jetzt gar viel Zeit. Oh, ja, ich weiß. Ich weiß das doch. Zack, ist nicht abgelaufen. Alles gut. Hat Toskana. Ich muss aber erstmal auch kurz überprüfen. Nicht, dass da irgendwas gefälscht ist. Okay. Ines. Nein, da brauche ich gar nichts machen. Erstmal hier. Da kommt der Pass rein. Und dann kommt der. So, sie dürfen hier bitte schön. Pass? Nein, der wird konfisziert. Warum? Rufen Sie die Nummer an. Danke. Oh, was ist jetzt denn? Grüße. Ja, Polio kann ich gleich weglegen. Das Empor, okay. Also wenn der herkommen würde, der Typ hier. 1,64, 58 Kilo, 1,64. Übereinstimmung, ist das hier irgendwie, kann man hier irgendwie gucken, in Größe? Nein. Ja, ich wollte nur eben gucken, ob das wirklich ist. Filippoi, SK, okay. Das scheint wohl ihr Glückssack zu sein heute. Sie dürfen reisen. Bitte machen Sie mir keinen Ärger. Toll. Aufstellende Stadt. Schön. Ja. Fingerabdruck. Polio. Warum? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Übereinstimmung. Ja, warum hast du das jetzt gemacht? Ich habe doch noch keins gemacht. Ich habe noch nichts gesehen und gar nichts. Asylbescheid. Ach. Okay. Okay, warte mal. Meine natürlich mit dem auch nochmal. Ja gut, dann stimmen die wohl. Verstehe ich sowieso nicht, was das soll. Ja, aber guck mal, die hat die Haare andersrum. Krass. Okay, warte mal. 9, 10, 6, 10, 7, geboren. 17, ja, ist richtig. 71, 54, ja. Tina, ja, dann gibt's da nichts zu meckern, leider. Doch, es gibt schon gleich wieder was zu meckern. 84 abgelaufen, 3.1. 83 abgelaufen, habe ich ja. Oh. Komm, gib nächsten. Okay. Polio, brauche ich nicht nachgucken. Viereck, raus. Okay, Gregorio, mehr, ja. Karte, Republien. Okay, ist richtig. 73, 6.1. Ja, das ist auch noch richtig.
Das ist auch richtig, das ist auch richtig. Das sieht auch richtig aus. Ah, sieht alles richtig aus. Okay, die dürfen. 56 Kilo. Machen Sie mir keinen Ärger. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, alles richtig. Alles klar. Was jetzt denn? Oh nein, noch keine Mädchen. I love you, Danny. Dann hat sie mir genommen. Ich wollte ihn schon seit... Ich weiß nicht, das ist ein kleiner Weg. Lassen Sie ihn durch. Ich soll ihn durchlassen? Warum? Ich werde ihn so... Gut, dann kann ich mir Zeit lassen. Les Renardi in Republien. Les Renardi. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. 99 Kilo, okay. 1,79. Muss ich mal gucken. Ja, er stimmt wohl überein. Hat er gesagt, 14 Tage, 2 Wochen, Freunde besuchen. Besuch. Entschuldigung. Oktab. Da ist wohl mir was rausgekommen. Egal. So, passiert mal. Visum, ja. Und gibt's da nichts zu bemängeln. Ja. Wenn er jetzt weiblich stehen würde, dann hätte ich gesagt, boah, das ist aber... Nein, der Polio-Dings habe ich gehabt. Ich habe kein Geld gesammelt, bestimmt. Ich habe kein Geld gesammelt. Damit bin ich im Gefängnis. Oh nein. Ja, bin ich sowieso im Gefängnis. Zack. Ja. Dann wird das heute eine extra Folge. Dann muss ich ja weitermachen. Ich muss ja da nochmal anfangen, wo ich aufgehört habe. Muss es ja nochmal machen. Komm, mach hin. Ja, ja. Tag. Ja, und schon wieder 1. Also das habe ich am meisten, immer die 1. 1 von 20. Zack. So, 29 muss ich nochmal machen. Natürlich, klar. Kindermörder aus Dings. Muss ich jetzt wirklich sorgfältiger arbeiten. Ich mache den Auftrag nochmal. Und dann schauen wir mal. Das haben wir jetzt alles gesehen. Ah, guck mal, da kommt der Inspektor nochmal. Das brauchen wir nicht mehr. Ihr könnt euch das ja eben durchlesen. Ich habe die schon mal hier an der Seite. Guck mal, der Avenge ist auch dabei. Fragen steht vor dir. Ja, das wissen wir ja schon. Genau, ich werde persönlich leiten. Ja, ist okay. Besteht kein Grund zu sorgen, natürlich nicht. Nein, nein. Arbeiten Sie hart, ja, das tue ich. So, dann legen wir mal los. Bin ich mal gespannt. Okay. Polio hat die 82 gemacht. Okay, ist auf jeden Fall richtig. Und der kommt nicht. Der erste ist mal nicht auf Obst. Ja, nein, auch noch. Akkrediteuren. Der Azotska ist dabei. Ich will es nicht immer. Ja, aber die darf. Leider. Wehe. Das ist doch nicht wahr. Akkreditierungsnummer. Mann. Scheiße. Hey. Der darf. Ja, ich krieg gleich sowieso wieder ein Dingszell. Mann. Ja, habe ich ja schon gelesen, gerade eben. Der kostet 25, ey. 25 habe ich nicht.
G7, 7, Transit. Ich weiß noch nicht mal, ob er Transit machen möchte. Hat er das gerade gesagt. 63 hat er auch. Der hat auf jeden Fall alles richtig hier. Zack. Und dann Skull ist auf jeden Fall auch richtig. Mann, nee, weißt du was? Nimm meinen Pass. Ah, dann krieg ich gleich einen Fehler, Mann. Flugblatt. Ärgerholz, ja. Ist halt schön. Ja, mach hin. Mach hin, ich habe keine Zeit. Schreib nicht so viel. Mann. Danke. Krieg ich wieder ein Schreiben. Dankeschön. So langsam bin ich das echt zum Kotzen. So, Polio hat sie gemacht. Sehr geil. Hat's Totska, alles klar. Paradies, naja, das ist richtig. Aber warte mal, guck mal an hier. Der ist aber nicht ganz richtig, wa? Verhören. Ich weiß nicht, wovon sie reden, der Fingerabdruck. Bitte was? Wie kann das denn sein? Guck dir das Bild an. Das ist doch gerickt, ey. Ist doch gerickt. Aber ich muss sowieso den Pass hier einbehalten. Von daher. Ja, aber du hast einen Grund noch. Zack. Und dann. Ach so. Mein Pass? Nein, er wird konfisziert. Ruf sie Nummer an. Fertig. Und? Wieder ein Fehler? Anscheinend nicht. Guck mal an hier, okay. Der hat er gemacht. Er ist ein Opristan, ein Lorndas. JW, okay. 14.01. Ich muss auch mal hier auf die Einreisegenehmigung gucken. Das sieht das nicht April. Wo mal. Aha. Dann steht nicht in der Beschreibung. Ich habe mich verändert. Natürlich, klar. Warum muss ich jetzt bei jedem Fingerabdruck machen, ganz ehrlich? Ja, da ist wohl was schiefgelaufen, wa? Ich glaube, sie müssen mal eine Runde Arrest machen. Bitteschön. Gehen Sie zum Arrest. Danke. So. Moin. Na. Wer sind Sie denn? Luftverkehr. Ja, ich verstehe. Gut, okay. Okay. Eins. Ne, 1, SOP, ja, und die, okay. Nein, okay, ist schon mal gut. London, das ist natürlich auch richtig, das ist gut. Ein Monat, hat die gesagt, dass sie einmal arbeiten möchte? 30 Tage und sie möchte arbeiten, okay, alles klar. Gut, dann erlaube ich es ihr. Geht jetzt durch, also egal, was jetzt kommt mit, Arbeit und mit Dings, das wird echt noch schwierig. Jedes Mal gibt es dann eine Strafe. Und die hat eine Strafe. Ungültiger Name, wieso ungültiger Name? Worauf habe ich da jetzt nicht geachtet? Poyo hat sie gemacht. Ist okay. Oh, Azotskana. Gut, erstmal einkassieren. Dann geht ruhig. So schlimm wird es ja nicht sein. Ich hab eh schon Fehler. Also von daher. Ja, komm. Mach nicht so schnell. Red schneller und geh. So. Wollen ja auch nochmal die Gewicht. Natürlich, klar. Klar, natürlich. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Nein, jetzt kommt das schon wieder. Ja. Eier.
weh. Alles klar, Polio hat sie gemacht, 81, okay. Einwandern, unbegrenzt, okay. Skal ist richtig. 7, 5, 11, 1. Kleiner Kopf, das ist auf jeden Fall. Gewicht 61, 1,58. Kommt auch hin. Die junge Frau darf ich auf jeden Fall genehmigen lassen. Ich weiß nicht, heißt die Eve? Eve Hill? Ja, okay. Bevor jetzt irgendwie steht, ungültiger Name oder was? Und dann kriegt er wieder einen Zettel. Er hat bestimmt schon 4 Zettel da. Jetzt schon wieder was, ist das doch nicht dein Ernst? Ah. Ich mache ja heute alles falsch. Was ist denn hier heute los, ey? Ich bin auf der Durchreise und 2 Wochen. Polio hat... Oh. Ja. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen, dass es dieser Impfstoff wirkt nicht mehr. Davor weiß ich nichts. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Zack, dürfen nicht durch. Grund hier und hier, bitteschön, bitteschön. Nein, oh. Nein. Ich gehe wieder ins Gefängnis. Ah ja, mein Sohn ist krank, ihre Frau. Hat ein altes Familienfoto entdeckt. Okay. Sie können nun alleine nach Opisan flüchten. Kann ich nicht. Ich werde sowieso gleich wieder festgenommen. Naja. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss ja dann sowieso erstmal was machen. Ich habe einfach viel zu viele Leute durchgelassen. Ich habe nicht geguckt, soll ich die nach Geschlecht, nach Namen und so weiter. Ich habe immer geguckt nach diese Nummer, die da immer auf beiden Zetteln stehen. Dann habe ich die gesamten toskanischen Pässe eingesammelt. Und darauf habe ich mich irgendwie konzentriert und nicht mehr auf die anderen Sachen. Das muss in der nächsten Folge echt besser werden, sonst kommen wir da echt nicht mehr weiter. Das wäre ja echt schade. Ich möchte jetzt auch nicht allein unbedingt da die Sache fertig kriegen. Also sehen wir jetzt in der nächsten Aufnahme, sehen wir auf jeden Fall, wie ich verhaftet werde, weil 15 minus ist natürlich zu viel. Ne? Also wir hatten vorhin 5 nur gehabt und jetzt haben wir 15. Das ist natürlich eine krasse Sache. Flucht selbst kostet 25. Alles klar. Ja, da muss ich halt mal gucken, ne? Ihre Frau hat ein altes Familienfoto entdeckt. Sie können nun allein das Land verlassen, okay. Ups, jetzt ist nur mein Sohn krank. Ach ja, die Frau friert. Ja, ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich jetzt so irre war, oder irre war ich sowieso, wenn ich so wirr war, egal. Lasst die kleine Bewertung da und sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe zu Papers, please. In dem Sinne, haut rein, bis dann und ciao. Willkommen zu einer neuen Ausgabe.